Hallo und willkommen zu einem ersten Einblick in Call of Duty Black Ops 6. Und zwar zur Beta. Ich habe vorab Zugang, weil ich so dämlich war, mir das vorzubestellen. Aber das würde ich jetzt auch nutzen. Multiplayer Beta. We're extremely excited for you to join us in this early look at our game, officially launching on October 25th. Gern geschehen. We encourage you to check out the training course to get a feel for the all-new Omni Movement System, which allows you to move like a true Black Ops action hero. Throughout the beta, we'll be introducing new maps and modes to keep things fresh. Remember, this is a small portion of what we have in store for launch, where you'll experience 16 brand new multiplayer maps, in addition to a full arsenal of new Black Ops guns, gear, and gadgets. We're still hard at work crafting the full launch experience. We encourage you to reach the level cap each week of the beta to experience all of the exciting new features and content. And the feedback you provide is crucial in helping us make Black Ops 6 da bin ich mir fast sicher. As a bonus, you will earn exclusive rewards that can be equipped in the beta and carry forward into the official release on October 25th. Ich will spielen. For all of us working on Black Ops 6, thank you for being a part of our community and we hope you enjoy your time in the beta. Ja, das hoffe ich auch. Also bis auf das mit den Action-Helden-Moves, die mag ich nicht so in meinen Call of Duties. Trainingskurs nicht wirklich. Ein Spiel finden, warum nicht? Fairer Wettbewerb, natürlich. Ehrlich. Bleib wachsam, akzeptieren. Abschussbefehl. Eliminiere das gegnerische HRZ, während ihr euer HRZ im... Okay. Moshpit, ja, 6 vs 6. Klingt gut. Was habe ich denn für Operator am Anfang? Adler, Park, West Point, Nazi, Air, Bayern, Marshall. Also Nazi wollen wir nicht sein. Adler, Umbra. Wo sind meine Waffen? Oh, die sehen aber ganz cool aus. Sind das Zombies? Okay, nice. So, wo ist mein Spiel? Ich bin in der Lobby. Und da heiße ich noch Fruchtbecher. Ich muss meinen Activision-Name mal ändern. War eine Anspielung auf Fruchtbecher. Habt ihr bestimmt schon verstanden. Bin ich Host? Läuft das nicht auf Servern? Ich habe eine gute Internetverbindung. Also so ist nicht. Wahrscheinlich bin ich nur Party-Lead. Das ist nicht mehr das Host-Symbol. Derelict. West Virginia. 1991. Karten und Modus-Statistiken gibt's hier. Passt zwar nicht ganz rein, aber... Okay, das ist noch ein bisschen weird. Wir nehmen mal... Herrschaft. Boah. Es geht los. Nehmt das Ziel viel zu, viel zu hohe Sensitivität. Das muss ich umstellen. Muss ich gleich umstellen. Ich kann zwar an der Maus ein bisschen beeinflussen, aber nicht so sehr. Nicht so, wie ich es brauche. Bravo gehört uns. Lass mal kurz sehen. Tastatur und Maus. Oh. Oh. Besser. Brauch langsames Zielen. Schauen. Wir verlieren Bravo. Nein! Beinahe hätte ich ihn. Ich brauche am Anfang was ohne Visier, Ausrüstung. Vollstrecker, warum nicht? Ja, das ist besser. So ein Reflex hilft. Ich weiß nicht, wie ich Granate werfe. Fuck. Granatenknopf ist nicht G, das finde ich sehr irritierend. Sichern Zone A. Nein! Also das Movement ist in Ordnung. Ah, immer der mit seinem... Oh, jetzt ist ein bisschen zu niedrig, die... Boah, Spawn gedreht. Nein, Alpha! Ich würde gerne mal eine Granate werfen. Übernehmen das Ziel.
Nein! Wieso kriege ich 100 Punkte dafür, dass ich eliminiert werde? Ich will eine andere Waffe. Wir verlieren Bravo. Kann ich die nicht? Pestdoktor? Ja, ist mir egal. Wähl aus. Splittergranate, ja. Wie werfe ich die? Erschütterung, ja. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren B. Ja, ist ja gut. Das ist ja erst das erste Spiel. Gesichert. Scheiß Bunny Hopper, das mache ich doch sonst immer. Da ist einer. Boah, ich habe gerade nur die ganze Zeit Tarkov gespielt. Das ist ein komplett anderes Spiel, selbstverständlich. Ich gehe zu taktisch vor für Call of Duty. Scheiße. Oh, der hackt doch. Sturmpaket, holt euch Nachschub. Fuck. Ich brauche meinen Granatenknopf. Ja, mach ich. Granate. Wachhund-Heli? Wo ist die scheiß Granate? Charlie wird gesichert. Ist mir egal. Granate. Kampf. Keine Ahnung. Scheiß Wachhund-Heli. Brauch andere Ausrüstung. So. Der Feind hat unser Sturmpaket gestoppt. Schön hier die Accuracy runterbringen. Vorsicht, feindlicher Headstorm-Start entdeckt. Nein, ein Headstorm-Start. Diese. Ja! Immer weiter feuern. Feindliche Drohne im Anflug. B wird Treffen gesichert. Bei markierten Koordinaten. Boah, also mit der Mausempfindlichkeit bin ich noch nicht ganz d'accord. Nein! Brauch bessere Waffe! Feind ist ungeschützt! Ja, ist er. Ist er ungeschützt? Wir verlieren Charlie! Nein! Flash auf mich, das gehört auch dazu. Wo wäre ich, wenn ich eine Granate wäre? Ich drücke jetzt jeden Knopf. Wahrscheinlich 3. Wir verlieren Charlie. 4, 5, 6, 2, 1. Bereit? B ist abgesichert. Was ist bereit? Wir erobern A. Was war das für ein Knopf? Wir verlieren Bravo. Ich glaube, Granate ist E. Wer legt sie denn auf E? Ich hab die nicht. Nein! Wir verlieren A. Oh ja, Granate, ich liebe Granaten. Wir kontrollieren Bravo. Einfach weiter feuern. Eroberung von Bravo läuft. B gesichert. Feindliche Drohne in der Luft. Charlie gesichert. Arsch. Wir verlieren B. Ja, alles gut. Kann man Granaten backen? Ich hoffe doch. Ja. Achtung, Feldsturm! Nein! Feldsturm, wo war denn der? Okay, nicht gesehen. Feindlicher Wachhund-Heli nähert sich. Nein. Nehmen Sie ein. Granate. Warum auch immer auf I. Fuck. Wir verlieren Charlie. Die Granate geht raus. Ja, Charlie ist mir gerade aber egal. Sowas von egal. Feindliche Drohne im Anflug. Nein, keine Drohne. Vor allem keine feindliche. Nein! Nehmt C ein. Oh,
Nächstes Spiel wird besser. Muss ja. Alpha wird gesichert. Wir kontrollieren Blendgranate. Bravo. Sie der hab auf die Map gedrückt. Hab ihn trotzdem gekriegt. Wir verlieren Bravo. Nein! Kann ich das Visier hier nicht runter machen? Das ist mir zu krass. Oh! Blendgranate geht raus! Bin dran! Eroberung von haltet Bravo mir die Klötzenbastarde vom Eigenterrier! Regeln alle Zonen ab! Fuck! Ja, Granatenkill, der erste von vielen. Eroberung von Bravo läuft. Boah, kann der sich bewegen? Wieso haben wir keinen Headstorms-Start? Aha, Bitch. Kleine Bitch bist du. Genau wie du. Drohne. Nein. Drohne, neue Granate. Guckt mal, wie viel da sind. Wer verblendet Granate? Wir verlieren B. Ein blinder Feind ist ein guter Feind. Ah, zu früh gebacken. Nee. Aha. Nein. Wir haben B verloren. Wir kontrollieren Bravo. Fuck. C wird gesichert. Feindliche Drohne im Anflug. Weiße Splittergranate. Charlie wird gesichert. Nein, du blindes Stück. Blindes Stück Operator. Mir doch egal, ob wir A verlieren. Was hat A jemals für mich getan? Oh, nicht so schnell! Kann nicht so schnell mit dem Visier. Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Stratege. Oh, XMG, nee. Ach komm. Nein, das war absehbar. Darüber sprechen wir noch. Das lag an den anderen in meinem Team. Bin ich mir fast sicher. Boah. Ja, mit der Waffe hätte ich das auch gekonnt. Mit der Waffe ist ja easy. Jerome hat aber ein paar wichtige Körperteile verloren. So, in 6 Sekunden geht's zurück zur Lobby. Wo ist meine KD? Schade, wenn es keine KD gibt. Muss mir doch wegen irgendwas anderem noch schlecht fühlen. Das kann doch nicht wegen meinem generellen Leben nur sein. Warte auf Publisher-Variablen. Warten auf einen weiteren Spieler. Wieso muss ich auf einen scheiß Spieler warten? Will nicht von 11 anderen Idioten abhängig sein. Mein PC ist halt schneller. Macht das nicht so wie bei Rainbow Six, wo man minutenlang auf den mit der Nicht-SSD. Du hast eine Party verlassen. Ich war nie in einer Party. Hey, Level 2. Oh, nur Level 2, okay. Überspringen, überspringen, überspringen. Ah. Tode 24, Eliminierung 21. Typische 2-0er KD bei mir. Das passt. Aber wir haben eine KD, das ist schön. So, Waffen, Ausrüstung, Operator. Punkteserien. Ich brauche keine Punkteserien. Was ist denn eine Kaserne? Fortschritt anpassen, Fortschritt. Ah, Battle Pass. Oder nicht Battle Pass, sondern Level
Levelaufstieg, dann machen wir nochmal ein Spiel finden. Okay. Standard-Moshpit nochmal. Mir wird schon reichen, wenn ich das scheiß Visier irgendwie leicht runter bekomme. Schließe alle, was sind denn meine? Erreiche 10 Abschüsse mit Splittergranaten. Ach, das kriege ich hin. Das Spiel fühlt sich anders an als Black Ops 2. Black Ops 2 habe ich wirklich für über 1000 Stunden gesuchtet. Das hier wirkt... Also es wird kein Black Ops 2. Es wirkt dynamischer, es wirkt ein bisschen leichter, die Operator können mehr. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also die zwei Waffen, die wir ausprobiert haben, mag ich bis jetzt noch nicht. Und für mich fühlt es sich tatsächlich ein bisschen zu leicht an. Also nicht die Schwierigkeit, sondern die Bewegungen fühlen sich irgendwie leicht an, als ob man eine Wolke steuern würde. Das kann ich noch nicht richtig einordnen. Als ob der Operator kein eigenes Gewicht hätte. Also ein bisschen Rennen und die Perks, das ist... Wir sind ja im Call of Duty-Kontext, das ist ja alles in Ordnung, aber... Ich würde sagen, es fühlt sich nicht schlecht an, aber es ist kein Black Ops 2. Das Spiel beginnt gleich in minus 1, wunderbar. Ja, wenigstens 3 Leute aus Steam. So, worauf warten wir? Auf einen weiteren Spieler, warum das? Startet doch. Boah, der hat Level 17. Der hat aber ordentlich reingeklotzt schon. So, Waffen, ja, Punkte sehen. Oh, Fernlenkladung, die habe ich geliebt. Hailstorm, Wach und Heli, ja, was soll's. Jo, jetzt geht's los. Scud. Im Irak. Interessant, das sieht aus wie das Weiße Haus. Ich dachte, wir sind im Irak. Oh. Stratege, Kommando Stellung. Ist wahrscheinlich... Das Zielobjekt einnehmen. Schrotflinte, oder? Nee. Interessante Waffe. Feinde haben die Stadt erobert. Mann. Stellung wurde gesichert. Der Feind hat die Stellung. Die bewegen sich halt zu schnell für Dreifachschuss. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Farmers, außer dass die Farmers besser war. In Black Ops 2. Aber mit den richtigen Perks wird das schon. Fuck. Stellung gesichert. Yay. Ich hoffe, das ist die Missionarstellung. Wir gewinnen. Nein! Feinde haben die Stellung erobert. Fuck, ey. Ich will eine andere Stellung Waffe. Wurde gesichert. Stellung lokalisiert. So, XMG, nee. Der Feind hat die Stellung. Ja, aber ohne das Visier, Mann. Stellung ist aktiv. Hier eher Waffenschmied. Die Stellung erobert. Ihr fallt zurück, Crimson. C9. Stellung gesichert. Geht das jetzt nicht? Wir sind jetzt in Führung. Hä? Der Feind hat die Stellung. Ich drück eher. Scheiße. Das ist eine ganz coole Map. Immer auf die Ecken achten. Feindliche Drohne in der Luft. Nein, ich habe ihn gesehen. Gut, das Licht war nicht zu übersehen. Erinnert mich ein bisschen an... Feinde haben die Stellung erobert. Ah, das dauert ein bisschen, bis die umfallen, Stellung die Feinde. Stellung identifiziert. Weiß, da ist einer. Arsch. Einfach ein Erschle bist du. Ist okay, Erschle. Ich dachte, da steht noch einer. Steht ja auch. Oh,
Oh, ich Vollidiot. Stellung gesichert. Der Feind hat die Stellung. Ja, ja, der Feind mal wieder. Ah. Hey, das Fass hat jemand umgebracht. Achtung, feindlicher Bach und Heli im Anflug. Oh, woher haben die scheiß Helis die ganze Zeit? Stellung lokalisiert. Jetzt zieh ich mal Stellung. Also es dauert mir tatsächlich ein bisschen zu lang, bis die Gegner umfallen. Stellung ist aktiv. Wallbang! Yeah! Level 3! Ach komm, ich war dahinter. Stellung gesichert. Also das mit den explodierenden Fässern mag ich. Stellung identifiziert. Der Feind hat die Stellung. Ja, ich weiß. Ich weiß. Stellung aktiv. Ich dachte, hier wäre einer. Fuck. Oh, Feinde. Hab mich selbst gestunt mal wieder. Selbst gestunt. Ja, Waffenstufe. Hoffentlich kriege ich die ohne Visier. Komm raus. Komm raus, du Bitch! Oh oh. Oh oh. Da ist er ja. Boah. Reflex eines fast 30-Jährigen. Stellung lokalisiert. Stirb! Hipfeuer! Zurück. Nein, Semtex! Nein! Stellung wurde gesichert. Ja. Feindliche Drohne im Anflug. Ja, Feinde. Kopfschuss. So muss das. Nein! Habe ich ihn bekommen? Feindliche Drohne in der Luft. Blendgranate raus. Stellung gesichert. Fuck. Da waren einfach zu viele. Feinde haben die Stellung erobert. Stellung identifiziert. Och, das hätte doch durch meine Granate passieren können. Obwohl, so langsam, also es fühlt sich nicht mehr zu schnell und zu weich an. Stellung aktiv. Das ist wahrscheinlich nur die Eingewöhnungsphase. Stellung wurde gesichert. Die Kennenlernphase mit dem Spiel. Der Feind hat die Stellung. Aha, Bunny hoppen kann ich auch, da war ich immer schon gut drin. Nein! Feinde haben die Stellung erobert. Nicht auf meiner Uhr. Not on my watch. Werfe Granate. Fuck. Granate ist raus. Entfernung bedeutet gar nichts. Blendgranate geworfen. Stellung wurde gesichert. Willi-Funktion, Stellung lokalisiert. Der Feind Töte hat die Stellung. Den Feind. Ich mag's, dass sie den Wallhack direkt eingebaut haben. Stellung ist aktiv. Stellung gesichert. Also manchmal sieht Scheiße, die hätte ich zurückwerfen müssen, die Trottel. Waffensystem entfernt.
mag Trophy-Systeme nicht. Ziel umgelegt. Blendgranate ist raus. Bin gut im Ziel umliegen. Vor allem mit Granaten. Zeit auf 12 Uhr. Nein. Kristalline war einfach besser als ich. Hier, diese Art von Wallhack, das ist richtig unfair. Granate geht raus. An alle meine Fans geht diese Granate. Komm schon, ich bin hinter Deckung. Bisschen was soll Deckung bringen. Stellung identifiziert. Stellung wurde gesichert. Scheiße. Stellung aktiv. Ja. Eliminiert. Werfe Neurogas. Feindliche Drohne im Anflug. Der Feind hat die Stellung. Nein. Pistole. Ach komm, wie viel verträgt er? Der schluckt mehr als seine Mutter. Verzeihung. Ich rage nur ein bisschen aus Spaß. Stellung gesichert. Feinde haben die Stellung erobert. Sterb halt! Sterb! Yay, Splitterabschuss. Nein! Stellung wurde gesichert. Ja. Granate. Und tschüss. Ich sehe. Nein! Ficken! Ficken! Beweg deinen Kopf nicht so sehr. Der Feind hat die Stellung. Stellung gesichert. Hab meinen Beitrag geleistet. Stellung identifiziert. Nein! Da eine Granate rein. Gut, erstmal Trophy-System zerstören. Aha, Bitch. Wer ist eine kleine Bitch? Ich glaube, ich bin's. Nein! Sie waren heute besser als wir. Ja, wieso bin ich eigentlich immer im Loser-Team? Immer. Glaubt, das liegt an mir. Wo kriegen die Leute diese Waffe her? Ja, das war wirklich der beste Abschuss. Okay, die Killcams sind nice, vor allem, dass sie länger dauern. Oh, ja, das Gesetz hat einen langen Arm. Ich auch, weil ich so lange Single bin. Ja, also, ist nicht furchtbar. Nicht furchtbar. Yay. Wenigstens meine 1er-KD. Retter. Ich habe 5-mal Königsmörder. Das gefällt mir. So. Waffen. Ah, jetzt. Jetzt. Habe ich's Level. Dankeschön. Alter, nice. Nice. Probier mal aus. Ja, ja. Alter. Die will ich haben. Splittergranate passt. Sturmpaket, mehr kann man eh nicht. Quartiermeister. Okay, die sind ein bisschen wahrscheinlich hinter der Levelgrenze. Erschütterung. Na gut, probier mal die aus. Okay, wir sind noch in der Lobby, wunderbar. Boah, nice. Ja, das war ein Call of Duty. Früher war das leichter zu sehen, dass die gesperrt waren. Und mal erst Level 5 erreichen muss, aber
Ich mag das mit den durchschnittlichen Eliminierungen. Bitte sei eine gute Waffe. Oh, das ist Einzelschuss. Nee, ist es nicht. An die Arbeit. Leite Zieleroberung ein. Nehme Ziel ein. Gib mir Feuerschutz. Betäubung. Haha. Splittergranate. Sind in Führung. Haltet sie. Ich bräuchte hier sowas wie schnell ziehen. Ach komm, ich war auf seinem dämlichen Schädel. Splittergranate geworfen. Erschütterungsgranate geworfen. Wir verlieren Bravo. Ja, Bravo macht hier das. Wir verlieren B. Ah, oh, nur ein Hit. Campen. Campen. Wir verlieren Bravo. Nicht die beste Waffe, schadensmäßig. Na, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Schmeiße Splittergranate. Nehme Zielobjekt ein. Wie kann ich mich eigentlich hinlegen? Ah, Steuerung halten. Das ist schon ganz cool, dieses Gelehnte. Wir verlieren Alpha. Haltet mir die Crimson Bastarde vom Hals. Zone Bravo gesichert. Wir verlieren A. Scheiße. Alpha. Da wird noch einer drin sein. Oder auch nicht. Gegner gesichert. Yes. Fuck. Wir verlieren B. Nein! Was hat der gemacht? Komischen Nahkampfangriff. Komm schon, komm schon, komm schon. Splittergranate geworfen. Ja! Bitch! Kleine Bitch! Bin doch gut mit meinen Granaten, oder? Oh, Cripsy. Cripsy! Wir verlieren Bravo! Bravo verloren! So, habe ich das Trophy nicht getroffen? Ach, das war hinter dem Container. Ja, dann wird das nichts. Splittergranate geht raus. An alle meine Fans. Nehme Zielobjekt ein. Bravo gehört uns. Oh, nur auf den Penis geschossen. Splittergranate geworfen. Haha! Mach das scheiß Trophy da weg! Hab ich's erwischt? Ist es tot? C wird gesichert! B gesichert! Nein! Zero Blazix! Käse. Wir verlieren B. So ein Käse. Bravo verloren. Nein, Bravo. Du warst mein zweitliebstes Objective. Nicht mit mir. Ja, aber macht Laune. Kann nicht sagen, dass ich hier mich durchquälen muss. Wir verlieren Charlie. Feindlicher Schütze. Eroberung von Bravo. Wie mit ihrem scheiß Trophy-System. Sowas braucht man nicht in dem Spiel. Ich will mal Granatenkills machen. Unser Sturm ist. Sie nehmen C ein. Nein! Okay, mein Team hat's hinbekommen. Leite Zieleroberung ein.
Wir erobern B. Wir verlieren Charlie. Fuck! Ach, das ist Call of Duty, das macht Spaß. Die Sprünge sind aber auch nice, wenn man so nach hinten springen kann. Vielleicht hätte man doch einen Trainingskurs machen sollen. Wie viel will das schlucken? Markiere Zielposition. Oh, danke, Teammate. Danke, Teammate. Also, ich da. Aufklärungskrone. Aufklärungspuls aktiviert. Ach, ein Aufklärungspuls. Nein. Wir verlieren Charlie. Mag Charlie nicht mehr. Sie nehmen C ein. Splittergranate geworfen. Kontrollieren Bravo. Venus. Ihr seid doch alle Schwänze. Schon, du Cripsy. Krispy Kreme. Wir verlieren Charlie. Ich hab gar kein Problem. Was hast du für ein Problem? Ich glaube, wir verlieren das wieder. Sie nehmen C ein. Wir erobern B. So, weg mit dem Trophy. Weg mit dem Trophy. Charlie wird gesichert. Charlie gesichert. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wir verlieren Charlie. Treffer. Ja. Nehmen C ein. Nein. Ja, ja, wieder geputzt. Alles geputzt. Feindliches Sturmpaket zerstört. Ich war doch auf der Rübe. Feindliche Drohne in der Luft. Wir verlieren Charlie. Feind in Kontakt. B wird nehme gesichert. Nehme Ziel ein. Gebt mir Feuerschutz. Sie nehmen C ein. Zone A gesichert. Zieleroberung läuft. Oh nee. Bravo gehört uns. Irgendwas. Wir irgendwie verlieren, machen meine Mausknöpfe an der Seite noch ein bisschen scheiße. Wir erobern C. Wir verlieren Alpha. Mist. Wir verlieren B. Alle Standorte gesichert. Positionen halten. Wir verlieren A. Ja. Nice. Wir haben A verloren. Splittergranate geht raus. Wir verlieren B. Nicht nice. Nicht nice. Da sind zu viele. Wir haben B verloren. Ah, sind in meinem Team nur Gehirnamputierte. Inklusive mir. Natürlich immer inklusive mir. Wir verlieren Charlie. Eroberung von Bravo läuft.
Wir kontrollieren Scheißdreck. Sichern Zone A. Es kommt keine Verstärkung. Wenn ihr ihr Leben kontrollieren wollt, haltet euch ran. Wir kontrollieren Zone C. Sichern Primärausrüstung. Ja! Also es kommen Call of Duty. Es kommen Call of Duty Momente raus. Man hat uns die Ärsche versohlt. Boah, nette Granate. Ja, Emotes gibt's auch. Der erinnert mich ein bisschen an Joey von Friends. So, ja, Level. Überspringen. Scheiße, keine 1er-KD. Aber wir waren tödlicher denn je. Geht ja darum, dass es ein Teamspiel ist. So, ich würde aber sagen, das reicht schon mal für den Einblick. Ich bin dann doch jetzt am Ende eher zufrieden damit. Das Movement ist am Anfang für mich ein bisschen weird. Ich habe sehr viel Zeit in MW3 verbracht und dann in Black Ops 1 und 2. Also in meinen Teenie-Jahren ist schon eine Zeit her. Und es kommen Call of Duty-Momente jetzt raus. Es ist cool, es fühlt sich dynamisch an, es ist nicht so, wie hieß das, mit den Action-Sprüngen, Walljumps, irgendwas mit A, glaube ich, keine Ahnung. Call of Duty, am Arsch, irgendwie so. Also hier muss ich wirklich sagen, es hat Potenzial. Ja klar, ist Activision, gehört zwar jetzt zu Microsoft, aber man weiß halt, was man kriegt. Und zwar, die haben eine Gelddruckmaschine und wollen es uns aus den Taschen ziehen. Bei mir haben sie es wegen Pre-Order schon geschafft. Aber ich will wieder so ein Black Ops 2 Erlebnis, oder wünsche ich mir zumindest. Das würde ich sagen, ist es hier nicht ganz. Es spielt sich schon schneller. Aber ist ja auch nur in der Beta-Version. Prinzipiell hatte ich jetzt Spaß, die 40 Minuten. Also kann nichts sagen, wenn man sich einspielt und so weiter. Eigentlich könnte es viel schlechter sein, also ich bin soweit zufrieden. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.